die auch nicht jeder kennt, wurde mir zugetragen. Oh. So, die machen das ganz, ganz funktional. Gar keine hübsche Verzierung auf dem Boden oder sonst was. Nee, das soll funktionieren. Und vom Holz her reicht das auch dicke. Dann denke ich mal, haben wir ein gutes Hütchen beisammen bis jetzt. Muss man ja mal wirklich sagen. Also, das lässt sich schon sehen. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Schnee. Legen uns noch mal kurz schlafen. So. Haben wir hier. Zack. Passt. Dann brauchen wir hier noch ein bisschen Holz. Und dann können wir uns an die Inneneinrichtung machen. Ich habe echt gesagt keine Ahnung, wie wir das hier von innen ausstatten wollen. Boah, ist ein bisschen schwierig, ne? Vielleicht nehmen wir dann doch Birkenholz dafür, oder? Für die Ausstattung vielleicht? Für das Möbeljahr? Vielleicht dann doch. Vielleicht fürs Mobiliar dann doch. Wir wollten ja hier dann den Esstisch hin machen. Dann nehmen wir doch ein bisschen Holz dafür, komm. Also Birkenholz. Holz allgemein sowieso. Aber eben auch mal Birkenholz. Haben wir hier halt ein bisschen. Zack. Und zack. Hat man hier so eine Sitzmöglichkeit. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Vielleicht auch mit Fenster. Kann man ja machen. So, bräuchte man hier auch nicht unbedingt eine Fackel, dann stellen wir die lieber dahin. So. Ja, ist halt die Frage, was man hier noch so reinbaut, ne? Vielleicht hier so einen kleinen Werktisch oder sowas. Kleinen Schreibtisch eventuell. Ja, und hier einen Schreibtisch hinstellen. Oder hier hinten. Hier könnte man einen Schreibtisch hinstellen. Vielleicht auch gar nicht mit einer Treppe, sondern einfach so. Ups. Weil auch das gar keine so schlechte Idee ist. Macht mal so. Vielleicht. Naja, na, sieht dann doch ein bisschen seltsam aus. Dann hier ist halt die Frage, ob man hier nicht doch lieber eine Treppe reinsetzt oder doch oder nicht. Ich würde sagen, nö. Was hier so mit einer Stufe. Dann kann der Sitz dafür auch ein bisschen weiter rausgerückt sein. Oder stellt man ihn hier hin? Wenn man ihn da hinstellt, sieht man halt nichts mehr davon, dass es ein Schreibtisch ist, ne? Nö, das kann man schon so lassen. Passt. Auch wenn die Marmorisierung von den Dingern so ein bisschen komisch ist. Vielleicht nimmt man da doch lieber einen dunklen Stuhl, was ja was zum Arbeiten ist, irgendwie. So. Vielleicht doch ein bisschen besser, ne? Dann stellt man da vielleicht auch die Fackel dran, damit man Licht beim Arbeiten hat. Ja doch, kann man machen. Die Bäume sind noch nicht gewachsen. Und dann kann man hier hinten noch so ein Regal reinklatschen. Tatsächlich. Zack. Macht mal so. Irgendwie. So.
Ja, so geht das schon. Doch, so kann man es machen. Vielleicht noch hier ein kleines Pflänzchen hin, oder ist das deplatziert? Haben wir noch ein Pflänzchen? Nö. Ich meine, wir könnten jetzt... machen wir jetzt nicht. Wir basteln jetzt keine Schere, nur um ein Grashalm zu pflücken. Machen wir es lieber sowas hier. So ein kleines Tentchen. Zack. So, Hund. Du kannst wieder mit reinkommen. So halbwegs zumindest. Das kommt dahin. Da haben wir hier so ein kleines Pflänzchen. So, der Hund, der kann eben auf die Seite, das passt. Und dann haben wir hier doch einen ganz, ganz netten Unterschlupf gebaut. Ich bin jetzt mal so ungeduldig. Zack. Wenn die nicht wachsen wollen, dann bringen wir sie halt dazu. Geh doch. So. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Holz hinten in die Ecke. Ist wahrscheinlich viel zu viel Holz jetzt. Aber es macht ja auch nichts. So. Und dann haben wir hier erstmal ein schmuckes Hütchen, würde ich sagen. Hier hinten kann man ja eventuell noch einen Sitz hinmachen, wo man sich hinsetzen kann. Zack. Der kriegt dann vielleicht noch zwei Armlehnen. Also vielleicht natürlich nur. Ups. Das reicht auch schon. Zack. Ja, nee, das kann man schon machen. Hier ein kleiner Blick nach draußen. Die Bäume hacken wir vielleicht noch weg, oder? Bis auf einen oder so. Das war jetzt so Mittel zum Zweck im Endeffekt. So, das hauen wir weg. Nehmen das gerne mit. Ja, oder auch nicht. So. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch für die Bäume hier keinen Platz mehr. Aber das macht ja nichts. Immerhin fürs Holz. Sehr gut. Ja, wir machen es jetzt einfach mal so. Was zur Hölle? So. Zur Funky Groovy Musik. Von Funky McGroove. Yeah. Aha. Hoppla. So. Ja, dann haben wir hier so ein kleines Winterdomizil gebaut. Ich finde, das ist auch ganz nett. Klar, wir machen hier eine Weltreise, wir wollen viel entdecken, wir wollen viel erkunden. Aber warum soll denn dieser Bauaspekt, den Minecraft nun mal mit sich bringt, darunter leiden? Muss ja nicht sein. So, dann haben wir hier mal ein bisschen was rein. Damit wir gleich den Rest mitnehmen können. Hoppla. So. Das Zeug können wir theoretisch mit nach Hause nehmen. Ich weiß nicht. Fichtensetzlinge werden wir wahrscheinlich mehr als genug haben. Muss also nicht sein. Einen lassen wir mal da als Andenken an diesen mächtigen Fichtenwald, den wir hier mal gebaut haben. Von mir aus den hier auch noch. Dann hat man hier zwei Fichten, die hier gedeihen können von mir aus. So, Schnee. Den Schnee, den packen wir nochmal irgendwo hin.
würde ich gerade mal sagen. Vielleicht hier einfach so einen Schneehaufen mal irgendwo machen. Dass hier einfach mal so ein Schneehaufen, kann ja mal passieren. So. Gut, dass hier vorne... Was hätte man wohl... Ja, wahrscheinlich hätte man hier wirklich so Erde. Ich lasse das einfach mal so. Ganz normale Erde mit ein bisschen Schnee. Halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ja, ich würde sagen, wir legen uns nochmal schlafen hier in unserer schönen Hütte. Und dann machen wir uns auch auf zu neuen Abenteuern. Ich mache gerade nochmal ein paar Screenshots. Weil wegen ist so und so. Ja, hier ist noch ein bisschen Kram, den können wir ja gerade mal mitnehmen. Na gut, das sieht jetzt hier nicht so schön aus. Und es wird Nacht. Ja, dann würde ich sagen, gute Nacht. So. Und dann, ja, ich würde sagen, das war es hier auch schon mit dem Haus. Die 5 Kohle, die lassen wir jetzt mal da, würde ich sagen. Ja, kommen wir jetzt schon dazu. Was nehmen wir mit, was lassen wir da? Das Zeug nehme ich mal mit. Die Knochen können wir mitnehmen, falls wir noch irgendwas an Hunden finden. Den Goldapfel nehmen wir mit. Wir lassen mal da das Fichtenholz. Allgemein den Fichtengedöns lassen wir da. Die Setzlinge, ey, ganz ehrlich. Müssen wir auch nicht mitnehmen, ne? Müssen wir jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen. 3 Brot könnte noch wichtig werden. Den Bruchstein lassen wir da. Das Glas lassen wir mal hier. Pfeile nehmen wir mit. Wer weiß, wofür sie gut sind. Werkbank nehmen wir mal mit. Die ist immer wichtig. Schild lassen wir mal da. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir es auch. Die Zäune können wir auch mal hier lassen. Ersatzschwert ist jetzt auch nicht so schlecht. Ich sortiere es hier gerade mal alles. Da haben wir das ganze Essen rechts. Die Fackeln haben wir hier nochmal Ersatzdinger. Ja, Netherrack haben wir einfach so dabei, weil wir ihn halt dabei haben. Komm, das Eichenholz brauchen wir hier auch nicht. Die Pfeile nehmen wir wie gesagt mit. Das Ding. Ja, von mir aus so. Ah ja, wir haben schon ein bisschen was, ne? Wir haben schon ein bisschen Zeug, so ist es nicht. Ja, und ich würde sagen, wir ziehen auch gleich unvermittelte Dinge einfach mal weiter. So hübsch hier unser Häuschen auch ist, so sehr werden wir es jetzt einfach mal verlassen und weiterziehen. Ich hätte noch eigentlich gerne, dass hier nochmal schneit. Will es jetzt aber auch nicht herbeicheaten. Hier kommen wir auf jeden Fall mal wieder zurück. Irgendwann. Koordinaten habe ich mir, glaube ich, habe ich ja gezeigt im Spiel, im Video vielmehr. Von daher ist das nicht unbedingt verloren. Ne? Ich finde es nett hier. Hundi passt hier auf. Ja, oder nehmen wir Hundi mit? Komm, wir nehmen Hundi mit, glaube ich, oder? Nehmen wir ihn mit. Aber ich habe keinen Bock, den mitzunehmen. Das ist immer so anstrengend, Hunde mitzunehmen. Weißt du was? Was machen wir denn jetzt? Wir nehmen mal Leder mit, weil Leder allgemein sehr, 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 sehr seltenes Zeug ist. Dafür lassen wir die Stöcke da. Ist ein Kompromiss, denke ich mal. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich wieder. Und dann machen wir weiter, würde ich sagen. Bis dorthin!